So, damit sollten wir jetzt live on air sein. Damit einen wunderschönen guten Samstagnachmittag hier live auf Simrace TV zum sechsten und damit letzten Lauf der Weltkrieg zusammen International GT Endurance Team Championship. Da nutzen wir uns nochmal sagen. Mein Name ist Christoph Weber, ich begrüße euch recht herzlich an diesem Samstagnachmittag. Wir haben es 14:51 Uhr, in ungefähr 9 Minuten soll es losgehen. Da sind wir mal gespannt. Die ersten Fahrzeuge auf Strecke. Wir gehen natürlich gleich live auf die Strecke. Auf, ja, das Qualifying haben ja gestern unsere englischen Kollegen. Hier, vielen Dank nochmal dafür, war wirklich sehr, sehr spannend. Da gehen wir natürlich auch gleich nochmal die Startaufstellung durch. Ansonsten, was können wir so fein sagen? Auf jeden Fall noch auf die Meisterschaft zu. Genau da aussieht, dazu kommen wir im Laufe dieser Übertragungen. Aussieht vor allem, welche Fahrzeuge noch wie viel Kilos haben. Das ist ja natürlich auch immer sehr, sehr entscheidend. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann könnt ihr ruhig uns anstupsen. Meine Wenigkeit, Christoph Weber. Sag bitte den normalen Christoph Weber anstupsen, nicht den anderen Account. Da kriege ich das nämlich nicht mit. Gehen natürlich gleich auch live auf die Strecke drauf. Wenn wir eine Kamera haben, da haben wir eine. Drauf und ich sehe. Bild haben, kleinen Blick. So, ihr seht jetzt erstmal nichts. Das ist so. So, das jetzt nicht hin sagen. So, jetzt sollte es besser sein. Jetzt sollte man mich auch andauernd hören. Wie, ich habe gerade noch ein paar Probleme mit den Livestream, aber die Fahrzeuge sind soweit schon mal unterwegs. Kann ich euch schon mal ja via Video übermitteln, während ich gerade schaue, wieso wir kein Live-Bild haben. Doch, da haben wir was. So, jetzt nur noch richtig hinziehen. Perfekt. Damit herzlich willkommen auch live auf der Strecke. So, da hinten haben wir schon die ersten Fahrzeuge. Wir gehen, denke ich, erstmal auf das Qualifying-Ergebnis ein, weil da ist ja noch so einiges passiert im Nachhinein. Und die Startstellung gehen wir natürlich gleich in aller Ruhe durch. Jetzt macht es noch keinen Sinn, weil es gab kurz vorm Rennstart ein paar Änderungen, auch in Sachen Fahrer. Von daher, bevor wir da irgendwas Falsches vorlesen, warten wir so lange, bis Fahrzeuge alle auf der Strecke sind. Wie gesagt, oben das Scoring. Damit ihr natürlich auch den aktuellsten Stand habt, wie es aktuell aussieht. Und wenn ihr wissen wollt, was nach dieser Serie so ist, dann schaut am besten täglich immer die www.sim-racing.org Homepage. Also solltet ihr euch favorisieren, so rum. Jetzt muss ich eben gerade überlegen. Denn da gibt es nämlich demnächst die Veröffentlichung des Mods der 24 Stunden. Lazar, nämlich am 22. April, also am
der jetzt kommt. Oder sind wir dann gespannt, wie dieses, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, siebte oder achte 24-Stunden-Rennen schon. Ja. So, da sehen wir ein SLS rausfahren. Das ist nämlich der von Sim Racing PL, müsste es sein. Genau. Schauen wir mal, ob wir hier eine gute, ja, Track-Overview-Kamera haben. Genau, die Einfahrt Nordschleife, die können wir uns nicht nehmen. Schade. Okay. Aber wir schauen uns mal unseren McLaren MP4-12C an. Im SimRace TV Design. Und natürlich auch hier das blaue Blinklicht für die Top 10 der schnellsten Teams. Gab es auch wieder die blauen Blinklampen. Schauen wir mal auf den Meisterschaftsstand. Da haben nämlich rein rechnerisch noch vier Teams die Chance auf die Meisterschaft. Das ist nämlich die Independence Racer GT2, Witchwood, GRL, XF Racing 1 und Three Ride Motorsport. Ah, der Carsten Wilhelm schreibt mir, dass eigentlich nur noch Independence und Schwurt. Ja, stimmt. Jetzt habe ich mit den Punkten verwechselt, entschuldige. Aber lieber Carsten, ne, nichts ist unmöglich. Und ich würde sagen, wir machen noch einmal ganz kurz den Flyer ein, da uns gerade ein kleines technisches Problem wieder ereilt hat. Ja, ansonsten könnt ihr gerne auch hier zum Interview kommen. Einfach kurz vorher anstupsen und schon seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Ansonsten, wenn ihr allgemein Fragen habt, könnt ihr sie uns natürlich ruhig stellen. Lutz Enger schickt gerade übrigens die Fahrzeuge auf die Strecke raus. Das heißt, in ungefähr 5 bis 10 Minuten wird er auch bei uns sein. Und dann, ja, kann ich euch sagen, wird das ein Fest hier werden. So, gleich haben wir auch wieder Live-Bilder. Okay. Gut. Das haut nicht so hin, wie ich mir das denke. Also nicht wundern, dass ich gerade ein bisschen still bin. Ich muss gerade mal herausfinden, warum wir ein kleines technisches Problem haben, aber ne.
Wir kriegen ja alles behoben hier bei SimRace TV. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns ruhig stellen, was euch auf den Herzen liegt, sagen wir es mal so. So, jetzt können wir übrigens mal gleich schauen, ob man mich eben tippen gehört hat, weil ich weiß es nicht. Und mir gehen auch so langsam die Ideen aus, warum Fahrzeuge. Wir schauen mal, also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass jetzt ja, fast alle unterwegs sind. Also nicht wundern, wenn ihr mich tippen hört. Ich werde das natürlich noch mal ein bisschen einstellen. Dessen schaue ich mal. So, es müssten jetzt eigentlich alle unterwegs sein. Ich schaue noch mal eben schnell drüber. Aber das sieht soweit aus. Ja, jetzt sind alle unterwegs. Das heißt, wir können jetzt auch wirklich live drauf gehen und wir sehen erstmal nichts. Kleiner Umblick da nochmal. So, ihr habt gerade ein Schwarzbild. Und jetzt ist mir wieder abgeschmiert. Ja, Freunde, gleich kommt der Lutz, dann kann er sagen, warum mich das Spiel nicht lässt. Wir bitten das natürlich. So. Wie gesagt, wir verpassen auf jeden Fall nicht den Rennstart.
Und da ist auch Lutz Enger. Hallo Lutz. Und gut, dass du kommst, denn ich habe ja technische Probleme. Wieso? Mir schmiert der Faktor andauernd. Aha, okay. Gut, das lag daran, dass der gute. Ja, jetzt bist du aber drauf, ne? Also jetzt verläuft es ja, ne? Aber ich muss hier noch. So. Hier das Okay. eben. Ja, das musst du allerdings. Moment. Okay. Gut, passt. Ja, von mir erstmal herzlich willkommen hier zu unserer finalen Runde in der GT3 Endurance Multi League Team Championship, in der internationalen GT3 Endurance Multi League Team Championship. Heute hier 24 Stunden Nordschleife. Christoph hat es mit Sicherheit schon vernünftig anmoderiert und ich hoffe, wir werden heute weniger Probleme haben als sonst und ja, werden hier ein spannendes und ja, der Strecke angemessenes Event erleben. Das würde mich sehr, sehr freuen. So, momentan die Fahrzeuge befinden sich in der Formation Lab. Ein Fahrzeug trödelt noch ein, also was heißt trödelt, ist noch nicht an der restlichen Grid dran. Deswegen müssen wir noch warten, bevor die jetzt in den Formation Speed gehen können. Und wir, ja, das wird aber gleich der Fall sein. Und dann geht das Ganze los. Das heißt, die fahren dann die Runde zusammen zu Ende, wärmen ihr Auto entsprechend auf, bremsen, Reifen und so weiter. Und am Ende der Runde beginnt dann mit Überfahren der Startziellinie das Rennen. Auf jeden Fall, und hier haben wir mal eine richtig schöne Kamera. Und ja, da sehen wir mal das Fahrerfeld. Insgesamt sind es, okay, 27 Autos. 20. Weg. Jetzt habe ich. Genau, bleiben wir dann bei dieser Kamera. Ja, das Lutz war ja auch wieder spannend. Jedes Rennen eigentlich. Ja, also vor allem sind wir auch unglaublich nervös, wie in jedem Rennen, und hoffen, dass das alles vernünftig funktioniert hier heute. Ja, einige Teams haben auch natürlich nochmal ihre Fahrzeugdesigns ein bisschen verändert. Wir haben es ja schon gesehen, Racing Association, die beiden haben sie ja im ehemaligen Bilstein Audi Design. Und wir loaden mal Danke an den Daniel. Natürlich vom Team RML. Jetzt sollte es wieder laufen. Ja. So, wir haben gesehen, zwei Corvettes sind mit dabei, nämlich unsere, ja, Holländer. Fehlt nur noch der Wohnwagen hinten dran. Und dann haben wir einmal VE Racing, Marcel Offermann und Markus Nofke. Genau, wahrscheinlich, also momentan bei VE Racing, da sind momentan nur zwei Fahrer da und wahrscheinlich haben sie auch nicht mehr. Von daher wissen sie nicht so ganz genau, ob sie das Rennen zu Ende fahren können. Also wenn die irgendwann ihr Auto abstellen, dann, weil der dritte Fahrer nicht gekommen ist. Das müssen wir leider in Kauf nehmen. Ansonsten sollten alle Teams sauber unterwegs sein. Also es sollte keine Probleme geben. Und bei den anderen Teams jetzt personell. Und ja, wollen wir auch hoffen, dass es nicht allzu viele Restarts geben wird. Wir wissen ja, R-Faktor ist sehr sensibel, vor allem über 24 Stunden. Der Server wird irgendwann instabil und meistens haben wir früh morgens 6:30 einen Restart. Wollen wir hoffen, dass das heute nicht passiert. Aber wir haben jetzt erstmal eine gute Zeit vor uns. Eigentlich können wir uns jetzt ganz entspannt zurücklehnen, gehen jetzt nochmal ins Bett, schlafen, lassen die erstmal fahren hier, machen eigentlich gar nichts, weil, gut, also Blödsinn, ne? Macht man natürlich nicht. Wir sind hier die 24 Stunden voll dabei und ihr habt die Möglichkeit, das alles hier zu verfolgen. Also, ihr Lieben, wir wünschen allen Zuschauern ein ganz, ganz tolles Event
und richtig viel Unterhaltung. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen und das unsere dazu tun können, dass ihr einigermaßen entertaint werdet. Und dann sollte eigentlich alles gut sein. Ach, was sind wir aufgeregt? Fall, auf jeden Fall. Freuen sich jetzt einige Zuschauer. Huch, der sieht ja wieder ein bisschen anders aus. Ja, sogenannte Homologation des 2013er Updates des R8 ist auch hier nicht durchgegangen. Von daher wieder das 2012er Model. Alle Teams. Fangen uns gerade mal so ein bisschen die Fahrzeuge an, schalten so durchs Feld. Da bunt gemischt. Hier haben wir zum Beispiel Ronny Hähnel und der auf Position. Kommt da gerade der Ronny? Ja, das ist der Ronny. Bloß in meiner Liste finden. Auf der 6. Genau. Ich habe jetzt Boy gerade nicht 580. zugehört. Ich habe das Mikrofon noch. Ja, also, ja, wir müssen natürlich sagen, Independent Sim Racer GT2 jetzt hier mit Ronny Hähnel sind Meisterschaftsanwärter, sind momentan führend in der Meisterschaft. Allerdings, Wedgwood ist mit deutlich weniger Gewicht hier unterwegs, startet auch von Platz 4 mit dem Alex Piccolo. Und das sind die beiden großen Kontrahenten. Nichtsdestotrotz haben wir noch zwei weitere Teams, da gehen wir dann später noch drauf ein, die theoretische Chancen auf die Meisterschaft haben. Wir werden sehen. Wir werden sehen, in einem 24-Stunden-Rennen ist alles möglich. Und von daher, Spekulationen sind völlig unangebracht im Moment. Und wir werden jetzt erstmal, ja, so eine halbe, dreiviertel, eine Stunde mit tollen Zweikämpfen erleben, bis sich das dann alles ein bisschen verteilt hat über die Strecke. Und ja, und dann ist natürlich die ganz große Frage: Wer macht keine Fehler, wer lässt sein Auto heile, wer hat keine Disconnects und wer muss nicht Escape drücken? Und das ist natürlich dann die große Frage. Im schlimmsten Fall droht einem Team, welches Escape drückt oder ein Disconnect erleidet, eine Strafe von 20 Minuten. Allerdings dann gibt es noch eine Runde, die sie ja dann nicht zu Ende gefahren sind, am Ende wieder drauf. Das heißt, sie verlieren ungefähr 10 Minuten 30 pro Ausfall maximal. So, diese Kameraperspektive mit einer der schönsten, wo die Fahrzeuge aus dem Karussell rauskommen, hoch Richtung Hohe 8. Wir haben auch schon die Hohe 8. Genau, das ist dann wohl auch die höchste Stelle auf der Strecke, nicht? Ja. Deswegen hohe 8. Also zumindest das Hohe in der 8. Genau. So, hier haben wir eine der ja, neu designten BRL XF Racing Fahrzeuge. Jetzt werden sich einige fragen, wo ist denn dieses ja, wunderbare Design aus den letzten Rennen? Das ist noch erhalten, nur diesmal ist es statt grün rot. Und hier fährt aktuell der Carsten Wilhelm sein, eigentlich. Nee, der Maximilian Melamed ist das, der hier den Start fahren wird. Ansonsten würde ich mal sagen, Lutz, wir gehen ganz schnell mal die Startaufstellung durch, bevor es dann gleich losgeht. Genau, das machen wir mal. Und zwar ist das eine ziemlich lustige Geschichte hier. Wir haben Three Ride Motorsport auf der Position 1. Schaltest du mit? Ja. Wir haben RSR Gaming Team 1 auf der Position 2. Und wir haben den eigentlichen Pole-Setter GAL XF3 auf Position 3. Warum ist das so? Weil sie eine Strafe bekommen haben. Wegen Missachtung der Escape-Regeln wurde die Zeit genommen, bevor sie, die beste Zeit, bevor sie Escape gedrückt haben, und damit sind sie auf Platz 3. Platz 4 für Wedgwood Racing. Platz 5 für GRL XF Racing 2. Platz 6 für Independent Sim Racer GT2. Somit die beiden Meisterschaftsanwärter.
Aspiranten hier nur von durch zwei Plätze getrennt. Racing Association 2 auf der 7, auf der 8 haben wir Sim Racing PL, das Job-Team. Das ist ehemals das Sim Racing PL Mercedes-Team. Dann haben wir RML Racing Team 3 auf der 9, auf der 10 Sim Racing PL Jaguar-Team, auf der 11 GRL XF Racing 1, auf der 12 LSF Racer, Platz 13 für das RML Racing Team 1. Platz 14 für die SRC SKS Fahrgemeinschaft. Wilcrave GTR 30 ist auf Position 15. Auf der 16 haben wir das All-Star Racing Team. Auf der 17 die Independence GT3. Auf der 18 das Sim Racing PL Lotus Team. Auf der 19 die Independence Sim Racer GT1. Platz 20 für RML Racing Team 2. Platz 21 SRS SKS Fahrgemeinschaft Team 2. Dock Racing ist auf Position 22, 23 Racing Association 1. Sim Racing for Holland auf der 24, auf der 25 VE Racing und VTR auf der 26. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass VTR fährt auf Position 24. Sind einfach zu spät gejoint und deswegen das Problem. So, Döttinger Höhe. Jetzt geht's dann langsam los. Wir zeigen hier noch einmal das komplette Feld und gehen dann auf die Spitze. So, Zweierformation jetzt. Jetzt wird's spannend. Die letzten Meter. Und wir behalten mal diese Kamera. Und ist das nicht geil? Ja, fantastische Bilder. Unsere blauen Blinklichter sind die Top 10 des Qualifyings von gestern. Allerdings hat es da noch eine Verschiebung gegeben, weil ich etwas falsch ausgelegt habe bei den Strafen. Also der Masné Pasniki, der von 10 startet, hat kein blaues Blinklicht. Ja, weil er nach meinen Strafregeln weiter nach hinten gesetzt wurde. Wir hatten keine Zeit mehr, das nochmal zu korrigieren. Aber ja, jetzt? Ich denke mal, es geht los. Ja, und da hat schon einer überholt, nämlich der Daniel Hake, oder? Von Position 3 startend. So, das war wohl ein bisschen früh. Aber soweit die erste Kurve. Da schauen wir mal, ob hier sich irgendeiner schon zerlegt, aber das sollte nicht passieren. Das sind ja alles voll gut Profis. Ja, ein bisschen Quantenentwicklung, aber das passt. So, aber Daniel Hacker hat wieder Platz gemacht. Und schauen wir mal Kurzanbindung. Da sehen wir schon, dass es da richtig eng zur Sache geht. LSF läuft ein bisschen weiter raus. Sorry, das war ich wohl jetzt. Ah. Sorry, ich lasse die Finger davon, mach du erst mal. Ich wollte eigentlich die Kamera, so, wo man so schön diesen U-Turn so schön sieht. So, jetzt mit dahin. Engikar-Schikane, also damit verlassen die Fahrer jetzt den Grand Prix-Kurs und jetzt geht's nicht rechts rum, sondern links rum, nämlich Einfahrt Nordschleife und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Fahrzeuge. Oh, hier zu zweit RSR und da fällt schon einer in die Box wieder. Da gibt es leichte technische Probleme bei einem Team. Aber sie sind alle so weit durchgekommen. Das ist GRL XF Racing 3 mit Daniel Hake am Steuer, die in der Box sind. Aber vorne, ja, ich würde mal sagen, Top 3 allgemein auch von der Serie, also die wir allgemein schon vorne gesehen haben, mit 3Ride Motorsports, Witchwood und Independence Sim Racer GT2. Hoch Richtung Flugplatz. So, und jetzt sehen wir hier diese Autos fliegen. Schau dir das an, die am Fliegen sind. Mit allen vier Rädern. Hammergeile Bilder.
alle kommen so gut durch. Gehen wir mal ins Mittelfeld und schauen mal, wie es da zur Sache geht. Da haben wir nämlich Sim Racing PL, die da ja, einen weiten Weg gehen mussten, aber anscheinend nichts passiert. Aber Wildcraft geht ja bereits dahinter. Pozzoro hoch Richtung Arnauer Forst jetzt. Da gibt es eigentlich keine Möglichkeit zu überholen. Außer man spricht sich irgendwie ab, aber die Fahrer sind hier alle getrennt, aber wir sehen es, das läuft hier alles ohne Probleme. Hier sehen wir sie im Arnauer Forst, alle noch sehr, sehr eng beisammen. Dog Racing hier ein bisschen raus, aber passiert. Vorne führt immer noch Marius Baird für Streamride Motorsport vor Alex Piccolo im Team von Witchwood. Ronny Hähne auf der 3 in die Innen. GT2, Maximilian Melamed, GRL XF Racing, Team 1, Top 5, Luigi Rosso, RSL Gaming, Team 1. So, wir schauen mal, wo wir hier einen richtig schönen, engen Zweikampf haben. Eigentlich überall, um ehrlich zu sein. Achso, ich muss ja, ja. So spannend, man weiß gar nicht, wo man hinschalten soll. Das ist ja das Problem. Ja, das ist immer so am Anfang. Hier geht es jetzt. Wir haben jetzt bestimmt eine halbe bis eine Stunde erstmal richtig viele Positionskämpfe hier. Wäre schön, wenn man sich die aufsparen könnte dann für die Nacht. Das ist hier der Zweikampf um Position 6. Racing Association 2 mit dem Kevin Musk gegen RML Racing Team 1. Niklas Marching ist das hier. Und. Ja, dahinter haben wir dann noch Thomas Pappel, GHL, XF Racing 2, die immer noch bei den Alpina geblieben sind. So, jetzt sind wir mal gespannt. Richtung, ja, Mutprobe. Hässelchen hier, schafft es Niklas vor. Oh, da ist er richtig dicht dran, wir sehen es. Also, da passt ja nur noch die Sonntagszeitung dazwischen. Aber jetzt hier Mutprobe muss ein bisschen Abstand halten, aber das passt. Den Racing Association mit Blinklicht. RML ohne. Und dann macht der Kevin Mas die Tür zu. Hoch Richtung großes Karussell, wie es auch genannt wird. Schauen wir mal, alle fahren sie natürlich unten im realen Motorsport. Wird auch gerne manchmal nur oben gefahren. Aber jetzt schmeißt Niklas Marching fast das Auto weg beim Ausgang. Da muss man extrem aufpassen, da ist es halt sehr, sehr leicht. Kommen wir mal weiter um Position 21 rum. Okay. Yep. Dann haben wir hier Racing Association 1 gegen VTR, müsste das sein, genau. Vorne haben wir Dog Racing. Klingt sehr interessant, dass sie anscheinend eine Sondergenehmigung haben, dass sie die ja, Startnummer-Plakette von der VLN-Langstreckenserie bekommen haben. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder auf die Spitze, denn gleich geht es da Richtung Döttinger Höhe und da sind wir mal gespannt. A, wie sind die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugen und B, schafft es Alex Piccolo vorbeizugehen. Hier muss man natürlich versuchen, dran zu bleiben, denn die Döttinger Höhe, das ist die einzige mit unter anderem wahre Chance, richtig vorbeizugehen. Aber dafür baut man den Windschatten und heftiger Flug von Alex Piccolo. Da wäre ja das Auto sich ganz ruhig bleiben. Da hätte sich fast das Auto in der Luft überschlagen. Was kommt davon, wenn man diesen Curb sehr, sehr blöd trifft und unglaublich, dass er Alex Piccolo das abgefangen hat. Schreckmoment für ihn. So, und Witchwood has got a drive-through penalty. Ah, sorry, wir sind hier im deutschen System. Also, Witchwood hat, Alex Piccolo hatte eine Drive-through, eine Stop-and-Go-Strafe bekommen.
und muss die in den nächsten 3 Runden absitzen. So, da sehen wir jetzt das Feld vorbeirauschen, aber es sieht so aus, als würde Marius Bert vorne bleiben. Piccolo Hähne 3, 4 Melamed, 5 Rosso und dahinter kommt dann die ganze Meute mit der RML, mit unter anderem. Schalten wir da mal hin. Huch, die 19, das ist das. Und hier haben wir Geschwindigkeiten 92 im Windschatten. Zum Teil. Was Pache vor ihm. Da kommen dann die Fahrzeuge zum ersten Mal wieder zurück. Runde Nummer 1 ist beendet. Und alle Fahrer noch dicht beisammen. Schafft es Niklas Markschien auf dem Weg zur ersten Kurve vorgehen. Bremst hier sehr, sehr spät, hoffentlich. Er kriegt die super von Niklas Markschien vorbei an Thomas Pache. Wir gehen mal ins Mittelfeld und sehen gerade, dachte, wäre noch der Zweikampf, aber das ist hier RTM gegen RML2. Also vorne erstmal alles unverändert. Marius Bert führt vor Rex Piccolo, der ja eine Strafe bekommen hat. Ja, der Grund war der Unfall mit Daniel Hake. Ich glaube, den haben wir hier nicht gesehen. Aber ich habe es mir hier gerade angeschaut. Also, das war unzweifelhaft heftig. Und ja. Darum auch der Boxenstopp direkt nach der kurzen Ja. Nürburgring-Runde. Ja. Racing Association gegen RSR. Und da sind sie wieder auf der Nordschleife. Wie heißt es so schön im realen Motorsport? Volksfest mit Motorsportankündigung. Genau. Natürlich schön wäre, wenn wir hier noch so kleine Fahrzeuge wie so ein ja, BMW E36 oder so haben, wo es dann nochmal richtig aufs Überrunden auch ankommt. Aber so viel hält Airfactor dann leider doch nicht aus, dass wir hier mit 180 Fahrzeugen fahren können. Ja, leider nicht, leider nicht. Kannst du mal bitte auf Alex Piccolo gehen? Natürlich. So, der ist Stani. wieder draußen und auf welcher Position? Nee, der ist ja noch auf der zweiten Er ist Position. noch auf der zweiten. Also war er jetzt nicht in der Box. Genau, nee, der war noch nicht in der Box. So, hier sehen wir einmal jetzt das komplette Feld vorbei. Fahren an der Brücke, wo ich auch letztes Jahr mal stehen durfte. Das ist richtig geil an der Stelle von Fuchshaube, wo es dann schön knallt, wenn sie runterschalten. Holster mit einem Auto vertreten, wenn ich das richtig sehe. Ja, also Olster pusht nur noch das eine Auto, hat einen neuen Sponsor und ja, drücken wir mal die Daumen und wünschen viel Glück, dass das gut funktioniert und dass sie hier im Laufe des Rennens noch ein paar Positionen nach vorne kommen. Und ja, mal schauen. Also sie sind ich glaube, von 15 gestartet und jetzt sind sie auf Platz 14. Also zumindest ist der Start erstmal gut verlaufen. Auf jeden Fall. Wir werden natürlich noch, wenn sich's ein bisschen beruhigt hat, uns mal die Fahrzeugdesigns, wie ich sehen, da hat sich ja so einiges geändert. Mal ein bisschen genauer angucken, wer hat eventuell neuen Sponsor dazugekommen. Und ja, allgemein fährt eine neue Lackierung. Nicht wundern, wer sich fragt, wo ist Racing Association? A, die sind auf den R8 LMS Ultra gewechselt und B, haben sie ja das Design vom Bildstein Audi einmal in Ausführung in Gelb und wie wir es hier sehen, in Orange, was sehr interessant aussieht. Ja.
Gut, es ist ja mittlerweile so geworden, also die meisten Teams sind der Meinung, dass der Audi das beste Fahrzeug ist. Und da wir dieses Jahr keine Regelung hatten, dass die Fahrzeuge nur eine bestimmte Anzahl gewechselt werden durften. So ist es halt dann gekommen über die Saison. Wir haben, glaube ich, ein Team, das hat in 6 Rennen 4-mal das Auto gewechselt. Also die haben jede Menge Kohle, sich ständig neue Autos zu kaufen. Das wird es in der neuen Saison nicht geben, definitiv. Also da werden wir sicherlich uns was ausdenken, dass es vielleicht einen Wechsel geben darf, aber mehr auf keinen Fall, weil das ist dann schon etwas schwierig, weil zumal wir hier mittlerweile fast eine, ja, das ist ja schon fast ein Audi Cup, den wir hier fahren. Auch wenn es hier gerade im Bild ein bisschen anders aussieht, aber es sind schon eine Menge Audis unterwegs. Und das ist natürlich dann insgesamt auch nicht so befriedigend. So, hier haben wir einen Jaguar im Cockpit. Nach langem, wie ich finde, RTM quer, oder? Ja, Nein, das ist die ja. Fahrgemeinschaft. Genau. Und das an der Mutkurve. Und das kann sehr, sehr schnell böse ausgehen. Und dahinter haben wir auch schon Sim Racing PL. Ja, es sind meist die PL-Autos, einmal das Jaguar, einmal das Mercedes-Team. Und die machen natürlich jetzt hier Alarm. Wir erinnern uns vielleicht an die erste Ausgabe dieses Rennens im Dezember letzten Jahres. Hoppala, und hier Fehler aus dem Karussell rausgekommen und sind wir im PL vorbei. Locker flockig. Und so wie es aussieht, hat der Audi dann noch ein paar mehr Probleme. Jetzt ist es aber wieder vernünftig unterwegs. Nein, was ich sagen wollte ist, da ist ja SimRacing PL trotz Benachteiligung durch den Restart, also sie hätten das Rennen wohl gewonnen, wenn es den Restart nicht gegeben hätte, und hatten da 3 Minuten Vorsprung. Also das wäre sehr, sehr sicher für sie ausgewählt. Das sah zu dem Zeitpunkt sehr gut aus für sie. Und Massimo Pasnicki sagte damals, als ich ihn fragte, ob er jetzt böse ist, No, that's racing. Und das zeigt so ein bisschen die Einstellung der Jungs. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Jetzt sind sie die anderen Rennen nicht mitgefahren. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, weil wir das erste Rennen nicht werten konnten, dass das damit zu tun hat, dass sie da jetzt sauer waren, dass sie die sind dann noch auf Position 2 gefahren. Und naja, letztendlich sind sie wieder mit dabei und ich freue mich sehr drauf. Also wirklich, mir haben die Jungs ein bisschen gefehlt in den letzten Rennen. Bei 3 Rennen. Also das war wirklich immer ein Top-Team, die richtig gut unterwegs waren, und ja, wollen wir mal hoffen, dass sie heute hier wieder ein bisschen belohnt werden für ihre Arbeit. Interessant wird jetzt, schafft Maximilian Melamed es an Ronny Hinne auf der Dattinger-Höhe vorbeizugehen. Er muss ja erstmal reinkommen, bei der Windschatten, Der wirklich. Abstand reicht noch nicht, genau. Also hier gibt es noch keinen wirklichen Windschatten. Aber wir dürfen nicht vergessen, Ronny Hähnel fährt mit 100 Kilo und Zusatzgewicht. Das absolut schwerste Auto hier im Feld. Und das ist natürlich ein riesen Handicap hier. So, hier sehen wir wieder die Fahrzeuge. Ganz kurzer Hinweis: Bitte nicht den, ja, Account, worüber ich spreche, anstupsen, sondern über den Account, wo das Mikrofon gemutet ist, sonst sehe ich das nicht. Ja, nur ganz kurz so nehmen. Da hinten alle in Zweier- und Dreier- teilweise kommen. Da haben wir die Fahrgemeinschaft, dann schalten wir da mal hin, eben ganz schnell. Ne, das waren sie gar nicht. Oh. Ah, das war das Zweierteam. Da haben wir sie. Das ist der Kampf gegen Oyster. Andreas Schmich. 13. Position ist das. Und Woodward ist noch nicht reingefahren, so wie ich das sehe im Timing. So, weil ich hier sehen will, wie gut Reinigung dann anscheinend doch wohl ist. Vom Fahrgemeinschaft Audi und vorbei. Der Rico Kistenmacher an Andreas Schmich. Aber er versucht natürlich gleich zu kontern. Aber Schmich dahinter.
fahren von Position 9, 10 und 11 ist das hier. RML Racing Team 3 gegen Sim Racing Pell Jaguar und Sim Racing Pell Jobs. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Und da geht Sim Racing Pell vor der NGK-Schikane nicht vorbei. Bisschen zu spät gebremst, aber das Auto noch abfangen. Der Marseille Pasnicki. Mal auf die Position 3 und 4 Melamed gegen Hemel. Und der Abstand circa. Gucken uns das mal aus dem Cockpit an von Ronny Hedel. So, Richard kommt jetzt nächste Runde rein. Damit wäre das auch in Ordnung. Oh, er hat schon exceeded hier stehen. Das ist natürlich Blödsinn. Wir müssen dann mal schauen, wenn Witchwood jetzt die Runde zu Ende gefahren ist, ob die dann in die Box gekommen sind, dass ich die Strafe rausnehmen kann, weil der kriegt sie jetzt nicht rausgenommen, weil das Plugin, ich habe ihm gesagt, er hat drei Runden Zeit und scheinbar reagiert das Plugin früher. So, ja, tolle Sache. Ja gut, die haben ja noch ein paar Meter bis dahin, ne? Christoph, bist du noch da? Hörst du mich? Ja, hallo. Ja, ja, ja. Okay, ja. Ich habe dich eben die ganze Zeit nicht gehört, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Ja, wie gesagt, also ist natürlich zu so einem frühen Zeitpunkt im Rennen ist das noch vielleicht etwas weniger problematisch, als wenn es zum Ende des Rennens hin passiert. Aber natürlich sieht der Fahrer das jetzt nicht so, dass er da jetzt eine Strafe verdient hat. Aber er hat schon eine Verwarnung, er fährt schon unter Beobachtung und von daher, das Manöver war wirklich sehr, sehr hart und war absolut vermeidbar. Also, dass er den Daniel Hake so abdrängt und da in die Mauer schießt. Also, das war absolut unnötig. Und somit geht er jetzt erstmal in die Box und steht dort 10 Sekunden. Genau, und wir sehen, diese Brücke hier, das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, weil da ist nämlich genau die Hälfte der Strecke, wenn man den Komplettkurs dazu nimmt, und ja, auch eine sehr, sehr schöne Stelle eigentlich. Wenn man da nämlich zu spät bremst, knallt man so gegen die Leitplanke und ja. Genau, und dann ist da auch nicht mehr allzu viel zu retten. Genau. Ja. Es ist ja so, die Teams haben ja hier die Möglichkeit, wenn sie ihr Auto, die Strecke ist ja nun mal prädestiniert dafür, dass man sein Auto hier schrottet. Und in der Realität ist es sehr oft so, dass das Auto nicht wieder in die Box kommt und von alleine und ja, diesmal haben wir mit unserem Plugin im Prinzip umgangen. Das heißt, die Teams bekommen die restliche Rundenzeit, die unter normalen Rennspeed zu fahren wäre, plus 3 Minuten als Strafe, plus eine Strafzeit für die Reparatur, und dann stehen die im Prinzip im schlimmsten Fall 10 Minuten 30. Das heißt, sie können bei einem völlig demolierten Auto, wo es einfach nur noch ein Wahnsinnsrisiko wäre, wenn sie die Runde zu Ende fahren würden mit diesem reparierten Fahrzeug, dann Escape drücken und dann bekommen sie ein neues Auto und dann können sie weiterfahren. Und es ist einfach der Situation geschuldet, dass man hier im Simracing halt mit diesen Disconnects zu kämpfen hat, und die sind schon schlimm genug. Und ich glaube, wir werden auch welche sehen heute im Laufe des Rennens. Wäre sehr verwunderlich, wenn das nicht passieren würde. Und
ohne dieses Plugin wäre das definitiv das Aus für das Team. Und wir wollen aber, da die Leute sich hier ohne Geld dafür zu bekommen oder ohne irgendwelche Sponsoren im Hintergrund oder sonst dergleichen, die sich hier Wochen, monatelang Zeit nehmen, um so ein Rennen zu trainieren und wollen wir ihnen den Spaß am Rennenfahren möglichst lange erhalten. Und deswegen sind diese Regeln hier im virtuellen Rennsport so und nicht anders. Im Cockpit bei einem Mercedes SLS-A haben wir GT3 von Simracing Pill. Wieso, weshalb, warum? Wir wollen uns nämlich mal Pflanzgarten 1 und 2 nämlich genauer angucken, die Sprunghügel. Und hier haben wir Pflanzgarten Nummer 1, der kleine Sprunghügel einfach auch nur genannt. Auch richtig schöne Stelle zum Fotografieren, aber jetzt kommt, wo wir den Eisbügel schon richtig in der Luft fast überschlagen gesehen haben, nämlich hier der große Sprunghügel und da drückst doch einen ganz schön rein. Allein schon beim Zuschauen. Aber wir haben gesehen, diesen Körblings im Pflanzgarten 2, den darf man überfahren. Wir haben es bei Alex Piccolo gesehen, das kann böse enden. Dann steht man da halt mal 22,5 Grad in der Luft circa. 22,5 Grad, hast du es gemessen? Nein, das war geschätzt. Sehr geil. So, wir gucken jetzt mal hin zu Alex Piccolo. Ihr müsst das entschuldigen, weil wir machen das hier alles so ein bisschen in Personalunion, also in dem Broadcast und auch ein bisschen Race Control und so weiter. Von daher, wir möchten jetzt einfach nur sehen, dass er in die Box fährt und dann kann ich ihm die Strafe wieder aus der Strafenliste rausnehmen. Und ja, das sieht, er geht in die Box. Genau. Daumen war das Auto richtig zusammengestaucht. Okay, alles klar. Alles ist gut. Alles ist gut. Das ist so gesehen der Straf. Wie eine Realität eigentlich. Oh, RSR kommt auch schon rein. Haben die auch eine Strafe? Nee. So. Ach, jetzt kann er gehen hier. Er kann wieder raus. Ja, ist auch am Losfahren. Wir behalten mal ganz kurz diese Kamera und die Overview haben. Leider kommen nicht so viele Autos vorbei. RSR, schalten wir da mal ganz kurz hin. Ah, die sind schon wieder draußen. Würde uns mal interessieren, warum. Runde 3, ich weiß nicht. Strafe oder so kann es ja nicht sein. Vom Spiel her. Deutet immer was Gutes. Ah, danke an den Daniel Schüch. Wegen Mismatch in Quali hat RSR eine Strafe bekommen. Also, Lutz, kannst du auch dahinter einen Haken machen. Okay, vielen Dank an den Carsten und an den Daniel. So, hier ist es doch nicht so spannend, wie es eben aussah. Ich bin gedacht, das ist da richtig spannend. Aber dafür hier unsere Fahrgemeinschaft gegen Simracing PL und RML. So, kleine Erklärung. Entschuldigung, kleine Erklärung noch für die Zuschauer, die wir hier haben, die direkt mit den hier im Rennen befindlichen Teams in Verbindung stehen. Die Strafe für Ridgewood ist abgesessen. Also es gibt hier eine Diskrepanz mit den diesen drei Runden im Plugin. Das wird jetzt dort stehen, als wäre es nicht resolved. Es ist aber erledigt. Also bitte spart euch jetzt irgendwelche Proteste. Das Team hat die Strafe abgesessen und hat auch entsprechend lange gestanden. Alles ist gut. So, hier haben wir aber Wilgraf an der Box. Wieso? Haben die etwa auch ein Vergehen gehabt? Nein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein oder andere Team eventuell das schon so strategisch eingeplant hat, dass sie
ja, mit weniger Sprit losgefahren sind. Vielleicht irgendwie strategisch das sich so hingerechnet haben. Ich habe auch keine Message jetzt, also von daher. Wenn du das sagst, wird es schon stimmen. Ja, das ist eine Vermutung. Das ist eine Vermutung. Also, Aber es kann tatsächlich sein. Also es ist ja auch beim realen 24-Stunden-Rennen so, ja. dass einige eventuell schon nach 6, 7 Runden reinkommen, obwohl ja die Fahrzeuge heutzutage ja mit 8, 9 Runden fahren. Das Schöne ist ja, bei uns gibt es im Gegensatz zur VLN-Langstreckenserie keine Mindestboxenstoppzeit. Aber jetzt los. Splitter abgefahren. Der Mike Neumann. Okay, also gut, ohne Splitter ist man schlecht, weil dann natürlich der komplette Abtrieb vorne fehlt und ja, dann eiert man nur noch durch die Gegend. Und da wir ja erst in Runde 3 sind, wären noch 4 Runden zu fahren und das wäre ja nicht zu machen ohne Splitter. So, ja, also der Simracing PL SLS hier. Ich bin sehr froh, dass wir ihn wieder dabei haben. Auch der Lotus ist wieder mit im Rennen und auch der Jaguar. Das sind ja alles Marken, die wir. Upsala! Und dahinter kommt er da quer über den Körb. Das ist eine schlechte Position, die du hier hast, mein Lieber, weil dann kommen nämlich immer. Ja, genau. So, jetzt kommt hier ein Manöver. Jetzt staune ich aber doch. Wow! In der Mutkurve, also. Nee, in Lauderecke ist das. Ja, also das war jetzt schon trotzdem sehr mutig, auch wenn es nicht die Mutkurve war. Ja, die kommt ja erstmal, das ist ja das Lauderecke, wo ja Ja. genau davor. Trotzdem war das Überholmanöver mutig. Ja, auf jeden Fall. Weil an der Stelle. Ja. Ja, wir sehen halt tatsächlich auf der gesamten Schleife relativ wenig Überholmanöver, weil das ist wirklich sehr, sehr diffizil, das zu timen hier und überhaupt. Ja, da muss, also ohne dass der Vordermann mitspielt, ist es eigentlich. Gibt es nur gar, eigentlich keine Position, wo man hier gefahrlos überholen kann. Das geht halt immer erst auf der Döttinger Höhe oder halt auf dem Grand Prix-Kurs. Und ja, das ist halt Nordschleife, wie es leibt und lebt. Aber natürlich gibt es auch Überholmanöver auf der Schleife. Also haben wir ja nur gerade gesehen in solchen Situationen. So, und der Simracing PL Mercedes hier muss jetzt halt sehen, dass er hier irgendwie nach vorne kommt. Sehr hohe Topspeeds sehe ich hier. Was heißt sehr hohe? Also ich kann es mal nur zu vergleichen zu dem, was ich hier fahre. Also ich schaffe hier keine 90 im Karussell und das war hier deutlich über 90. Oh, aufs Gras. Aber alles gut gegangen. Das ist so gerade das engste Duell, was wir haben, richtig? Genau, ich wollte es gerade Aber sagen. ich sehe gerade hier, der Audi ist auch. Ja, der ist jetzt hier im Sandwich. Weil davor fährt RML3, der Philipp Nölle. Und, ja, müssen wir mal schauen. Schönes Dreierpaket hier. Ja, Wilgrave ist natürlich jetzt erstmal hinten dran. Und Alex Piccolo fährt auf Position 11 jetzt. So, ich krieg jetzt von Carsten Wilhelm geschrieben, Karussell geht eigentlich über 100 km/h. Ja, nie, ist klar, Carsten. Bei dir wundert mich Carsten. das nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen, bei Carsten, das ist ja, ne? Aber wir erleben jetzt so ein bisschen das erste, ja, Windschattenduell. RML3 gegen Fahrgemeinschaft. Ja, gegen Fahrgemeinschaft. Ja, und zwar gegen das Team 1, so ist das ja. Genau. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Und ja, wie sagte das Reglement vor, man darf nur einmal die Spur wechseln? Also Kampflinie, man darf Kampflinie gehen. So, und das geht hier aber relativ problemlos. Da braucht er gar nicht die Kampflinie gehen. Das geht hier rucki lecki.
jetzt. Da geht er hier vorbei. Ja, nee, also das haben wir, glaube ich, ein einziges Mal gesehen, dass ein Rekonter funktioniert. Ja. Weil jetzt kommt, nein, jetzt kommt hier der Knick und das ist hier Selbstmord. Das ist hier Selbstmord. Also das funktioniert wohl, wenn das erste Bowl-Manöver direkt am Anfang der Döttinger Höhe passiert, dann hat man die Chance, nochmal vor diesem Hügel da, vor dann der Knick kommt, da nochmal zu kontern. Aber alles andere wäre reiner, ja genau, alles andere wäre Selbstmord. Ansonsten wieder hier die nächste Stelle. Wer gesehen liegt das Maxim vorhin. Aktuell bringt auch Position 6. So, aber. Jo. So geht's. Jo. Er ist vorne, ist alles richtig. Da gab's einen kleinen Lackaustausch, aber alles ist gut gegangen. Und RML ist wieder vorne. Eigentlich sollte Alex Rambo hier fahren, wie auch immer man ihn abgeworben hat von der GRL. Aber der hatte wohl beruflich noch was zu tun heute früh, beziehungsweise heute Nachmittag zum Start. Und somit Niklas Maxschin erstmal hier unterwegs. Oh! Ja, wir sind beim Kampf um die vierte Position. Hachemass. Genau. Ja, B6 gegen Auja. Das gab es, glaube ich, ganz, ganz selten mal in der Langstreckenmeisterschaft. So oft ist der Alpina nicht mitgefahren. Übrigens gar kein Alpina dieses Jahr dabei in der GT Masters, nur so ganz nebenbei. Ne? Aber dafür haben wir sie hier. Zumindest noch mit einem Auto. Ansonsten haben wir gar keinen Alpina mehr, ne? Nur noch den einen von GRL. Racing PL Mercedes gegen das ja, Einser-Team von der Fahrgemeinschaft. Kistenmacher gegen Marek Paruk. Hier an der Stelle gab es einen heftigen Unfall mit Klaus Ludwig im McLaren MP4-12C und einem, was war es, Renault Clio, glaube ich. Bei 250 war es, glaube ich. Ja. Dafür gegeben für mich. Ja, so langsam werden wir etwas ruhiger, etwas entspannter. Und ich sehe gerade, der Christoph hat sich gerade etwas verabschiedet. Ich hatte das nämlich auch gerade getan. Egal. So, und wir haben hier nach wie vor den richtig coolen Fight hier zwischen Sim Racing PL Mercedes Job Team und der CSKS Fahrgemeinschaft. Und dahinter kommt jetzt auch schon Piccolo, der natürlich jetzt so ein bisschen mit dem Messer zwischen Zehen fährt. Also wollen wir hoffen, dass das jetzt hier alles gut geht, weil eine weitere Stop-and-Go würde dann auch zur Disqualifikation führen, weil das kann nicht sein, dass er hier durchs Feld flügt wie ein Irrer. Wollten wir aber gerne mal, ja, also das habe ich gemeint mit der Brücke eigentlich. So sehen denn meistens die Fahrzeuge aus. Also das ist ja vor allem bei den Flügeltüren ja so ein Problem. Darf ich das ganz kurz erzählen, Lutz? Na klar. Wer sich daran erinnern kann, ADAC GT Masters 2011, Mercedes SLS, ich glaube von Heiko Motorsport, den ist die Fahrertür Schrott gegangen nach einer Kollision in der Startphase. Und diese Flügeltür, die ging nicht auf. Und man wollte diesen Sprengsatz nicht aktivieren, weil dann hätte das Team erst gar nicht weiterfahren dürfen.
Und nein, Carsten, das war Heiko in Sanford, in Sanford. Und man muss dazu sagen, die haben den Fahrerwechsel über diese Beifahrerseite gemacht und es sah extrem lustig aus, wie der eine Fahrer sich da wirklich, ja, das Auto, ich weiß gar nicht, wie lang ist das? 2 Meter mit Sicherheit, ne? Kann uns ja der Carsten mit Sicherheit Meinst dazu was du mit schreiben. breit? Frontseite. Weil du sagst, 2 Meter lang. Nee, habe ich Ja. lang gesagt? Denn ich meine Ja. breit, Ja, Entschuldigung. ja. Ja, keine Ahnung, wie breit das tatsächlich ist. 2 Meter ist schon, ja, gut, bei den Karossen schon durchaus möglich. Aber auf alle Fälle war, ich habe das auch gesehen, also es war wirklich sehr, sehr lustig. Und, aber es hat funktioniert und ja, wenn man sich dann nicht beide Türen kaputt fährt, ist ja eigentlich alles gut, ne? Das auf jeden Fall. Und ja, genau den Carsten. Carsten hat erst gedacht, ich meine den Unfall von Black Falcon in Sanford. Nein, nein. Da gingen aber auch die Türen auf, ohne diese kleine Sprengkapsel. Und da kam mir das Gerücht um, wie, Mercedes verbaut Sprengsätze in ihren Rennfahrzeugen? Nein, das sind so ganz kleine Kapseln, die dafür sorgt, dass diese Tür, ja, soll ich das beschreiben, ein bisschen rausgesprengt wird aus diesen Sicherungen, damit man einfach diese Tür, ja, wegziehen kann. Denn ist Gott sei Dank so gesehen noch nicht zum Einsatz gekommen, aber oh, da gab es einen Einschlag. Nee, Einschlag nicht wirklich, aber er war halt schön im Kies und hat jetzt erstmal gut wieder Platz verloren. Das war nämlich dann der Kevin Maas. Und ja, gut, jetzt ist erstmal wieder Luft. Ja, und eigentlich die Luft, die er nicht gerne haben möchte, denn den Abstand, den er ungefähr hatte, den sollte man auch behalten bis zur Döttinger Höhe. Ja, gut, das wird er jetzt nicht nochmal schaffen, da bis in der Runde wieder ranzufahren. Wir sind derweilen wieder vorgegangen. Wobei ich meine, dass es hier sogar, ja genau, dass hier noch etwas spannender ist. RML gegen SAS, SRC, SKS. Ja, die Ja. Bremspunkte können mitunter voneinander abweichen. Das ist ja das Gefährliche beim realen 24-Stunden-Rennen. Eigentlich wenn noch die ganz kleinen ja, Serienfahrzeug, also eventuell kann dein Serienfahrzeug da auch starten mit Überholkäfig und so weiter. Dann sehen wir, lässt sich auch ein bisschen Abstand, weil da kann man gerne mal das Dirty Air-Effekt, aber jetzt ist er dran. Schon mal okay. Denn die 14, die wir gleich drauf hinschalten. Jetzt. Und geht Ja, aber ist nicht gut. wieder in den Windschatten. Noch kurz. Ja. Weil jetzt ist es eigentlich schon vorbei, denn da sehen wir die Antonius-Gruppe, also sein Kameramann. Schönen Gruß an den Mann. Aber das sehen wir, oh, Witchwood vorbei an dem, das haben wir jetzt vollkommen Nee, Witch. verpasst, Ja, Witchwood oder? ist vorbei. Ja, Ja. Witchwood hat sich auch. Naja, gut, wir können nur ein Überholmanöver zeigen. Mehr haben wir nun mal nicht. Witchwood ist vorbei an Simracing PL Mercedes. Oh, jetzt geht's Aber aber los. Witchwood kommt jetzt in die Box nochmal. Das heißt, die machen jetzt ihren regulären Boxenstopp, vermute ich mal. So, Niklas Markschin ist ebenfalls, also die Reihen der Boxenstops, ja, würde ich mal sagen, beginnen jetzt so langsam. Wie gesagt, es regnet nicht hier, weil das wäre ja totales Chaos. Oh, wir haben mal gleich so ganz, ganz viele Fahrzeuge. Ja, Oh, ich sag da ja haben die. wir LSF mit Problemen. Die teilen sich, oder? Ja, ich weiß es auch nicht genau. Sieht so aus. Nee, die mussten da, ja, die mussten da irgendwie hin. Ich glaube, der kam da nicht hin. Das sieht nicht so aus, als ob das der. Oh. Oha, jetzt rangiert der hier. Ja, wird aber Aber jetzt. aufgebockt. Also funktioniert. Wenigstens das funktioniert. Machen mal so ein bisschen Helicam-mäßig und überblicken das mal. Ja? Entschuldigung, ja, nee, das. Ja, das. Problem ist, wenn man nachher. Oh, warte mal. Mach mal nichts.
So, genau. So, also Witchwood wieder draußen. Und ich mache das deswegen, Christoph, um wenn wir wieder so ein Überholmanöver haben auf der Dödinger Höhe, dass man das so ein bisschen von hinten zeigen kann. Wenn du aber immer drehst, dann muss ich immer erst einen Nummernblock ausmachen, um das dann wieder in die Reihe zu kriegen. Okay. Also kannst natürlich drehen, aber dann immer einmal die 5 drücken, dann bevor du wieder in eine andere Kamera gehst. Sorry, wenn wir das jetzt hier so unter uns hier in dem Livestream solche Informationen austauschen. Es geht leider nicht anders. Wir können nicht jedes Mal erst durch die Gegend springen, um da mal intern fix was zu erzählen. Natürlich ging es mit einer Whisper-Funktion, aber Leute, wir machen hier einen 24-Stunden-Livestream. Es ist einfach mal so. Und so schlimm war es ja auch nicht. So, und ich sehe, Witchwood raucht. Das heißt, der hat den Motor nicht abgestellt an der Box. Jetzt können wir nur hoffen, dass er die Kühlung noch hinbekommt, rechtzeitig. Auf alle Fälle ist er direkt wieder hinter RML auch raus. Ja, es sieht wieder gut aus. Ich denke mal, der kriegt das wieder hin. Weil es ist natürlich so, dass die Schadenseinstellungen hier so sind, dass wenn die Temperatur auch nur 1 Grad zu hoch ist, der Motor hochgeht. Also da ist nicht, ist null Toleranz. Und ja, ab 116 Grad ist es so. Alex, mach keinen Quatsch. Also ich hoffe, Alex Piccolo war ihm eine Lehre. Ist. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Sicht von Herrn Möller an und da Quantenmotor schon wieder. Also, boah, da geht Piccolo aufs Gras und da schlägt er auch ein. So, Eieieiei. ja, ich habe eben die Frage bekommen von Daniel Schüch, inwieweit es überhaupt erlaubt ist, dass die Motoren rauchen. Gut, wenn jemand so risikovoll unterwegs ist, dass er den Motor nicht abstellt an der Box, ja, dann ist es so. Und ja, wenn das dann wieder weggeht, ist alles gut. Wenn der Motor aber jetzt raucht, weil er kaputt geht, dann kann er natürlich so lange noch fahren, bis er kaputt ist, um vielleicht noch in die Box zu kommen oder weiß der Geier, was der Motor wird ja nicht repariert, aber letztendlich, wenn der Motor dann dauerhaft qualmt, erledigt sich das eigentlich von selbst, nämlich durch einen Motorschaden. Und dann steht er irgendwann, muss er Escape drücken, in die Box gehen, die Reparatur auf sich nehmen und ja, und dann wieder weiterfahren. So, und ich sehe, wir haben einen Interviewgast. Wunderschönen guten Nachmittag, Manuel Hähnel. Ach, Herr Jemini, jetzt schon. Ob der so schön ist, ist eine andere Frage, ne? Hallo erstmal. Ja. Naja, gut, wir sehen dich ja nicht, Manu, von daher ist es schön. Ja, das war klar. Ja, ich hatte das zwar auf was anderes bemünzt, aber okay. Ich meine, Ja. du kennst mich ja persönlich, deswegen kannst du ja das so Deswegen kann ich das so sagen, sagen. ne? Also, ja, ich Richtig. muss es ja nicht so meinen, aber ich kann es so sagen. Das ist jetzt natürlich ein kleines Wortspielchen, was wir hier machen können. Nein, nein, Ja, aber mein ja. Lieber. Ja, Genau. schön. Ja, ich bin so früher da, als ich gedacht hatte, ja. Ja, War ist doch. etwas turbulent am Start, ja. Bist du nicht in den Start gefahren? Ja, doch, wollte ich auch. Ich wollte eigentlich auch zwei Stints fahren, aber ein anderer Kontrahent meinte, er müsste zweimal anklopfen und beim zweiten Mal war das dann nicht mehr so gut und dann musste ich leider mit stark defektem Auto die Box ansteuern und nach der ersten Runde halt zum Glück kein Reifenschaden, weil mir ist es ja also auch passiert in der Trainingssitzung, dass ich halt angeschlagen bin an der Leitplanke und mir ist meistens das der Reifen kaputt gegangen. Ja. Das war in dem Fall nicht. Frontsplitter war leider kaputt. So, wenn das Auto gelb ist rundum, kann man relativ gut noch damit fahren, aber der Frontsplitter war leider weg und also musste Ja, ich in die dann ist Box. vorbei. Ja. Da Das bin hatte ja ich. Wilcraver auch und ja. Ja. Ach ja, Emini. Naja. Na, du. Ich hatte das schon im Vorfeld, weil er war schon sehr etwas in der Einführung, in der Einrollrunde hat er schon mal angeklopft, nicht? Und ja, und da habe ich mir so gedacht, naja, was willst du machen? Aber einfach, na, ich meine, ich habe ja Nationalstolz und dann lässt man nicht einfach, man lässt man nicht einfach mal so einen anderen Konkurrenten vorbei, der den anderen Land. Also Ja, okay, dann naja, ist schon. gut. Nein, ich gucke mir gerade die Äh, bist Räume du an. bist aber auf dem Dreierauto, ne? Oder bist du auf dem Ja, nein, Zweierauto? nein, 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 auf dem Dreier. Ich fahre mit Naja. dem an
Andreas Leikam und habe mir beim Ostschat den Stenzhaler ausgeliehen, also beziehungsweise den habe ich vom Porsche geklaut. Ne? Und jetzt versuchen wir jetzt hier das Feld von hinten aufzuräumen, aber den Marcel haben wir uns, glaube ich, schon mal einverleibt. Ach ja, wir sind ja schon auf 24. Ja, wir räumen das Feld von hinten auf. Ich hoffe, das war der einzige Zwischenfall, den wir jetzt hier haben. Alles andere läuft gesund und dann fahren wir unter die Top 5. Ja, schön. Ja, wie gesagt, gönnen würde ich es euch auf alle Fälle. Isotopisch wird es. Brauchen wir nicht. Aber so jetzt nach dem Vorfall, vielleicht unter die ersten 15 wäre noch ganz gut. Das wäre sehr realistisch, denke ich mal. Weil von den Zeiten, die der Andreas im Moment fährt, sind wir gut dabei, sind wir nicht gerade langsam und das passt schon, ja. Ja, das ist schön. Vielleicht mal eine kleine Durchsage. Jungs, bitte schreibt mir, wenn ihr was schreiben wollt, wenn ihr mir was schreiben wollt, schreibt das dem Lutz, der da oben im Support ist. Weil da bekomme ich es auch mit. So. Ja, mich wundert es was. Ich war jetzt auch gerade mal im Moment gar nicht am Rechner, beziehungsweise was mit dem Herrn Piccolo passiert ist, dass er sich da auf 14 rumschlägt. Ist der nicht ja, drauf? Der hat dann Stop and Go bekommen. Wofür? Bitte, wenn ich fragen darf? Unfall mit Daniel Hake. Ah, okay, ja, gut. Das können wir. Ja, ist in Ordnung. Ja. Naja, gut. Wie gesagt, also das war jetzt. Er fährt ja unter Beobachtung und von daher muss er da jetzt auch mal bluten. Das geht nicht anders. Also der Unfall war total vermeidbar. Es war einfach vermeidbar. Also man kann sicherlich noch, oder der Fahrer, der es verursacht hat, kann sicherlich noch anderer Meinung sein. Das ist ja sowieso immer so. Aber aufgrund einfach der Vermeidbarkeit und dessen, dass er... es war unsinnig an der Stelle und allein das ist jetzt hier, aber das geht gar nicht. Leute, das geht überhaupt gar nicht, was da jetzt gemacht wird. Das geht überhaupt nicht. Einmal Spur wechseln und dann war's das, bitteschön. Und nicht hier Schlangenlinie fahren. Ja, ich kann mal Live-Radio machen. Der Rolli ist in der Box, fährt jetzt gleich wieder raus. Und, okay. Falls ihr das nicht mitkriegt. Ja, doch, ich wollte es eigentlich sagen, aber ich wollte euch unterbrechen. Geht jetzt aus der Box raus und gucken wir mal, wo er ist. Naja, auf 3, alles klar, passt ja. Wollt euch nicht unterbrechen, ihr habt so schön geredet. Ja. Das wird immer netter. Danke. Ja, ich glaube, die Gripverhältnisse sind heute auch etwas anders, meine ich. Es ist etwas schwammiger. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen sind, aber... Ja, ich habe auch noch nicht geguckt, aber es ist vom Gefühl her also schon sehr rutschig. 27 Grad. Ja, aber das Problem haben ja letztendlich alle. Ist halt ja. Ganz kurz. Ja, Mensch. Der Simracing PL ist dicht dahinter, also... Welcher denn? Wo bist du denn der jetzt? Mercedes. Okay. Ach so, ja, der ist dran an der Truppe hier. Genau. Das ist RML. Und wie gesagt, das ist der Philipp Nölle, der da fährt in dem RML-Auto. Ja, gegen Alex Piccolo. Und ja, dann wollen wir mal gucken, dass das hier funktioniert. Ich sag mal so, es scheint so zu sein, dass Piccolo den... Stop-and-Go verstanden hat, was ihm hier blüht, wenn er weiterhin kaputt schießt. Und weil er hat sich bei dem Überholmanöver, jetzt hat er wirklich 2-3 Mal zurückgesteckt, wo er gemerkt hat, dass der da Schlangenlinie fährt. Und es ist aber auch so, dass ich jetzt auch nicht gezögert hätte, dem RML Audi die Strafe zu geben, wenn... Weil Schlangenlinie fahren, also das habe ich in der Form, habe ich das hier in der Meisterschaft noch gar nicht gesehen. Ja, öfter mal was aber gut, das ist natürlich schon vielleicht, wenn man irgendwo vorgekommen ist, das ist natürlich gut möglich, weil wir sehen ja auch nicht alles. Aber das ist halt wirklich eine Sache, die ist genauso daneben. So! Ja, bevor ihr Manu jetzt weitermacht, ja, ich werde jetzt, glaube ich, mal wieder zu meinem Trupp stoßen, weil mir brennt es unter den Fingernägeln. Du könntest eigentlich hier vorbeikommen und mir die Pizza machen, die meine Frau vergessen hat
hier vorzubereiten. Ja, okay, Lutz, dann musst du nur eben dein Helikopter-Piloten zahlen. Ja, du, ich kann, drei Stunden kann ich noch warten mit dem Essen, das schaffst du. Okay. Drei Stunden von Dortmund nach Delmosk ist das okay, ja, drei Stunden passt. Ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Bulli, aber ich weiß nicht, ob du noch ein anderes Fahrzeug hast. Ne, ich nehme dann das Motorrad von der Heike, ja, dann passt das. Ja. Dann bin ich in einer Stunde da, ja, anderthalb. Genau. Nein, also übertreibt man nicht. Ja, richtig. Du musst ja noch dreimal tanken auf dem Weg. Spannend! Jo! Oh, Piccolo jetzt hier aber mörderisch, aber kriegt es hier. Aber gerade so konnte er noch die Position wenigstens halten. Okay, mach weiter. Bis später mal. Ich muss mal eben runter Auto übernehmen. Ciao. Alles klar. Bis denn. Ich würde sagen, das schauen wir uns eben nochmal an, weil es jetzt gerade so ein bisschen untergegangen ist. Ja. Ja, gut. Weit raus und... Oh. Kommt zurück und ja, dann macht er eiskalt. Ich glaube nicht, dass der in dem Moment gesehen hat, dass da direkt ein Auto nimmt. Der hat da alle Hände voll zu tun, die Karre da wieder auf die Bahn zu kriegen. Vor allem bei der Geschwindigkeit, die man da hat. Bist du wieder live? Ja. Ja, coole Sache. Also wir haben hier, sicherlich ist das so ein bisschen die Hauptperson, bei der es jetzt hier gerade so ein bisschen zur Sache geht. Wir haben aber auch noch, sehe ich, Thomas Bache, der hier richtig gut fightet. Und zwar gegen Luigi Russo von RSR. RSR hatte ja auch eine Drive-Thru aufgrund des seltsamen Vorfalls im Qualifying. Beziehungsweise, nein, nicht Vorfall in dem Sinn. Also es ist nichts auf der Strecke passiert, sondern ein Fahrer des Teams ist mit einer nicht gesunkenen Installation auf den Server gejoint und hat ein Mismatch ausgelöst. Normalerweise wäre das die Disqualifikation dieses Fahrers. Haben wir ja zu Silverstone ganz klar angesagt, dass wir da knallhart das so durchziehen. Jetzt ist es allerdings so, okay, zum letzten Rennen jetzt hier die ganze Saison, mehr oder weniger eine Testsaison. Haben wir gesagt, wir wollen jetzt das Team, die sind alle Rennen gefahren, waren immer dabei, haben auch einen guten Job gemacht, sind auch sonst relativ wenig aufgefallen. Haben gesagt, okay, dann machen wir hier jetzt eine Drive-Thru. Das ist das, was Flexport Racing im letzten Rennen auch bekommen hat, also in Silverstone für diesen Vorfall. Und somit ist das okay. Und dadurch sind die natürlich jetzt auch ein bisschen weiter hinten, obwohl sie eigentlich glaube auf 4 oder 5 qualifiziert waren. Jetzt direkt nachschauen. Ja, ansonsten waren einige noch nicht an der Box, zum Beispiel wie Marius Baird. Ich glaube, das stimmt nicht. Oh, ach doch, das kann sehr wohl stimmen. Das kann sehr wohl stimmen. Aber Vorsprung der nur 2,5 Minuten. 2 Minuten, ja. Aber... Achso, mir werden nämlich 2 Sekunden angezeigt. Ja, 2 Sekunden, stimmt. Aber bei Melamed stand eben bei mir auch noch eine 0 bei Stops. Wobei das auch nicht, wobei die Stops auch immer pro Fahrer gezählt sind, meines Wissens. Aber ich weiß das nicht so hundertprozentig. Also da wollen wir mal nicht, ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass wir in diversen Rennen hier gesagt haben, der muss ja nur mal irgendwann noch in die Box kommen. Dabei war der längst in der Box und es wurde hier nur nicht richtig angezeigt. Also von daher sind wir mal vorsichtig. Aber jetzt macht Pache hier wirklich ernst, der ist richtig dran. So, da die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass meine Nachbarn hier bei diesem Livestream zu sehen, kann ich direkt mal sagen, mein Schwachsinnsnachbar ist jetzt auch mit seinem Rasenmäher hier verschwunden. Somit kann ich das Fenster wieder aufmachen. Jetzt habe ich sie niemals. Ja, ja, selbst wenn. Kein Problem. So, ich weiß gar nicht, ob da oben die... Leistung hier überhaupt stimmt. Wir laden die einfach mal neu. Und dann sollte es, zumindest stand da jetzt eben Runde 6, also kann durchaus sein, dass es richtig ist. So,
Deine Schicht hat mir geschrieben, die Stops werden erst aktualisiert, wenn die über Stadt Ziel kommen, weil sie der Finishline vor der Pit ist. Ja, ist richtig. Ja, stimmt. Ja, logisch, klar. Also in dem Moment, wo du die Boxeneingangsampel überfährst, beginnt die neue Runde. Und da hast du natürlich noch keinen Stopp gemacht. Wobei, auf der anderen Seite müsste der jetzt eigentlich, gerade wenn er, weil das ja eine abweichende Linie von der eigenen Startziellinie ist, müsste eigentlich dann schon registrieren, dass er in der Box ist. Aber wahrscheinlich tatsächlich der Boxenstopp als solcher, als Service, wird dann wahrscheinlich, wenn er es in der nächsten Runde angezeigt. Deswegen auch nur der geringe Abstand. Also sollte man... So, jetzt kriegt es eine Lichthupe. Wer ist das da vorne? Nölle und Russo. Ja, genau. Jetzt haben wir beide die gleichen Gedanken. Gut. Aber Nölle ist... Da muss was vorgefallen sein, dass er noch hinter Sim Racing PL ist. Ja, der Boxenstopp, denke ich mal. War noch schön gerade. Ja, gut. War ja mit einer der ersten Trupps. So, jetzt sind sie auf alle Fälle wieder schön dicht beieinander alle. Und ja, wir haben hier dieses Problem mit dieser... Eigentlich hatte der Mike Neumann mir eine Kamera geschickt, die habe ich eigentlich auch gesynkt. Ich weiß jetzt nicht, warum das hier trotzdem so ist. Aber gut. So, jetzt wird es hier richtig, richtig eng. Boah, leichter Quersteher oder war das sogar eine kleine Berührung? Das konnte ich jetzt gar nicht so richtig sehen, aber ich denke mal, das war einfach so ein Quersteher. Ja, auch immer aus der TV-Kamera ein bisschen anders aus als, ja. Live on Cockpit. So, dann gehen wir mal wieder auf den Thomas Pache, genau. Weil der ist jetzt dran. Jetzt sind wir mal die Mutter auf der Kamera. Jetzt mal, ob Pache es eventuell noch schafft, vor der Nummer Fingerschleife aufzukommen. Oder vorbeizukommen. Okay, das. Ich bin aber jetzt einen gravierenden Fehler machen müssen. Ja, ja, Menschenskinder, ey. Das ist ja lustig hier alles. Die erste Stunde haben wir soeben absolviert, Lutz. Und wir sind sogar richtig gut in der Zeit. Also wir sind, glaube... wann sind wir gestartet? Sind wir erst 15.20 Uhr das Rennen erst losgegangen? Ja. Echt? Kann ja gar nicht sein. Ich dachte, wir waren ein paar Minuten drüber. Ja, okay, die mussten ja die Runde erst noch zu Ende fahren. Ja, richtig. Wir waren, glaube ich, 5 nach 3 oder 10 nach 3 oder sowas waren wir durch mit den Fahrzeugen auf die Strecke schicken. Und dann dauert es natürlich noch, bis die erstmal alle beisammen sind. Dann müssen sie in Formation Speed noch die Runde zu Ende fahren, bevor dann der Rennstart erfolgt. Also das waren durchaus nochmal 10 Minuten. Uff. Jo, hammerhart hier. Ja, leicht ist gut. Vor allem auch so dicht am Flugplatz. Statten Susanne ist auch so manchmal bärlich. Aber hier passt es natürlich als Vollblutprofi. Rundenzeiten im Qualifying übrigens unter 8 Minuten. Deutlich unter 8 Minuten. Wir haben 7 Minuten 57 gesehen, ne? Das Team, wo unter anderem Daniel Hake mitfährt, die können diese Zeiten fahren, alle im Team. Daniel Hake, schauen wir mal, mittlerweile wieder auf die 21. Position. Aber die schnellste Rennrunde hat aktuell. Ja, der Daniel Hake, 8:03.588. Glaubst du, dass wir eine Zeit unter 8 Minuten sehen? Glaube ich eher nicht. Nee, also wenn sie die jetzt nicht am Anfang gefahren sind, dürfte es im Verlauf des Rennens schwer werden. Vielleicht jetzt nochmal so in den ersten 2-3 Stints. Aber wenn überhaupt, also ich glaube es eher nicht. Dass wir auch diese Zeiten, die wir jetzt sehen, auch morgen früh in der sogenannten Happy Hour nicht sehen werden. Wir haben das ja letztes Mal
erklärt, was die Happy Hour ist. Ja. Realen Motorsport zumindest, aber ich glaube, im Simracing trifft das zum Teil zu. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wieso ist denn Daniel Hake so weit hinten? Ja, der war doch an der Box direkt nach der ersten Runde wegen dem Unfall mit. Ach so, okay, das Piccolo. War der Unfall. Ja, ja, genau, genau. Da ist er ja gleich über den Compris-Kurs reingefahren. Oh. Alles klar. Aber wir sehen, Pache kommt nicht vorbei an Nölle. Und das hält natürlich auch. Wir sehen, RSR da vorne, die sind da schon weg. Also. Ja. Ja, was will er machen, ne? Also hier irgendwo ein Manöver zu setzen, ist so gut wie aussichtslos. Aber ich guck mal, ich bin so frei und hier mal. Okay. Das ist dann noch eng. Jetzt gehen wir ganz schnell wieder zurück. Eine Sekunde sind es dann noch. Danke an den Martin Bisoll. Passiert aktuell nicht so viel. Aber mal, vielleicht fliegt Philipp Nölle aus dem Karussell raus und Pache kann dann im Karussell vorbeigehen. Aber das sieht nicht so aus. So, wir haben auch schon zwei Teams, die Independent Sim Racer GT1 haben. Einmal Escape gedrückt und auch Racing Association 1. So, wie sieht's hier erstmal an der Spitze aus? Wir sind dran, aber bis es dann wirklich ernst wird, gehen wir dann doch nochmal zu Thomas Pache. So ungefähr anderthalb Minuten noch, dann sind sie auf der Döttinger Höhe. Okay. Marius Bert gegen unseren lustigen Österreicher Maximilian Medamed. Dein Karussell ist er dran, das sieht. Ah, nee. Ja, nur bleib da mal. Bleib da mal, genau. Naja, die Frage ist jetzt tatsächlich. Ja, es ist zu weit weg. Es ist zu weit weg. Also, da hier hat dann definitiv noch keinen Windschatten. Und bleib aber mal in der Ansicht. Mal gucken, was hier Topspeed geht. Sagte mir, 92 ist möglich, aber im Normalfall. 85, aber jetzt kommt der Rahmen. Jetzt aber. Ja, ist aber zu spät. Und er geht außen vorbei. Außen. Ja, er ist durch. Führungswechsel. Max Milanet führt von Marius Bert. Audi vor Ferrari. Ja, grandios. Racing Association ist überrundet. Das ist das Zweierteam. Ja, das waren die, die eben. Das Zweierteam? Nein, das andere Team, Entschuldigung. Ja, das genau, das waren nämlich gelb. die den Cape hatten, die eine Strafe absolviert haben. Haben auch blaue Flaggen bekommen eben, haben auch gut vorbeigelassen, also hat super gut gepasst. Also wir sind jetzt hier über eine Stunde unterwegs und das Führungsduo überholt sich hier gerade noch gegenseitig. Das ist schön. Und übrigens, was wir natürlich verpasst haben, Pache vorbei an Nölle. Ja, das ist dann immer so. Ne? Also wenn, dann sind gleich mehrere Situationen gleichzeitig und ja. Aber ich kann sagen, der Abstand zwischen den beiden ist auch schon 5 Sekunden. Also da muss wohl etwas Gravierendes passiert sein. Bei Nölle. Ja. Schauen wir mal Allstar aktuell auf der 13. Position. Weißt du, wer bei Allstar heute alles so fahren wird? Rein zufällig? Schmich, Karnitz und Reiter, soviel ich weiß. Okay. Dann können wir uns eigentlich schon freuen, wenn der Michael Reiter dann fährt, weil
So wie ich das beim letzten Mal mitbekomme, kennt er die Strecke so gar nicht. Ja, und Karnitz kann sie nicht leiden, also das kommt aufs selbe raus. Heute für den Michael Reiter, so scherzeshalber, natürlich ein Navi einbauen. Ja. Braucht man noch die dazugehörige. Hannes, Danisch und Schubert sind die Fahrer. Okay, ja. Okay. Keine Ahnung, wie diese Fahrerpaarung ist, aber nein, ich Ja. sag's lieber nicht, was ich sagen wollte. Das ist ja schon beim letzten Mal dreimal schief gegangen. So, gucken wir mal. Ja, aber jetzt verliert Marius Bert so ein paar Zehntel auf Millermeter. Da stehen die Räder beim Anbremsen. Mal ganz kurz zu Ridgewood und die Fahrgemeinschaft gucken, wie es da aussieht, weil da ist es ganz schön eng, aber dafür muss ich auch den richtigen Tool tippen. Da haben wir es. Es reicht, tippen reicht, du musst nicht mit der Faust auf die Tasten einschlagen. War es jetzt eben so laut? Ja. Entschuldigung. Ich habe erst gemerkt, dass der Lumlock aus Oh, jetzt ist. ist es aber hier. Ja, da steckt er zurück. Also das wäre jetzt purer Selbstmord gewesen. Der Rico Piccolo, der. Kistenmacher ist ja wohl der Topfahrer des Teams, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber auch bei Witschwurz sitzt der Topfahrer im Cockpit. Ich denke mal allgemein, Fahrer, die jetzt drauf sind, das sind allgemein die besten Fahrer. Die wissen, wie es in der Anfangsphase zur Sache geht. Und ja, also sind Sollte so eigentlich. sein, ja. Also die Sind. sind nicht alle Teams mit ihren Qualifahrern am Start, aber die meisten. Wenn man so mal reinguckt in die Liste, also sind auch die Fahrer, stimmen die üblichen Verdächtigen für den Start eigentlich immer drin? Wie auch schon die Ja, anderen 5 Läufe gesehen haben. so meistens ja, Okay, außer richtig. Max Melamed. Da fährt er sonst meistens nur der Carsten. Ja, das war eigentlich auch so geplant, aber der Max hat dann mal gepostet, wovon Carsten nichts wusste. Heute früh jedenfalls nicht. Ach so. Ja, Sehr ich bin mal lustig. so frech. Ja, er ist halt so. Oh, Piccolo hier mit Fehler. Aber alles gut gegangen. Hat das Auto abgefangen. Aber auch gute Reaktion von Kistenmacher. Ich meine, er war zwar noch ein bisschen dahinter, aber ich glaube, der hat da auch das Gas rausgenommen. Weil du weißt natürlich nicht, wenn das Auto vor dir schleudert, wo es jetzt eigentlich in welche Richtung er jetzt abdriftet. Und da kannst du eigentlich nur Augen zu und durch oder halt vom Gas gehen. Wobei letzteres das Vernünftigere ist, logischerweise. Wir sehen es auch links und rechts. Da ist ganz schnell die Leitplanke. Ja. Da sehen wir hinten rechts, ja, ist schon ein bisschen das Rad Ja. sichtbar. Ja, gut, er hatte ja auch einen Crash, also von daher. Oh, hier wieder zu heftig über den Curb. Aber nein, hier wird Kistenmacher nicht versuchen zu überholen. Also Leute. Das ist schon heftig, was man hier zu sehen bekommt.
Ja, das ist der Kampf um Position 7. Ja, für Witschutz geht es ganz klar um die Meisterschaft, das ist nicht die Frage. Und die müssen halt, da Independence nach wie vor auf Platz 3 fährt, sie müssen vor Independence ins Ziel kommen und auch, ja, ich habe es noch nicht, wir werden dann morgen, so gegen Mittag, werden wir das ausgerechnet haben, wie die Positionen, also wie viele Positionen Witschut vor Independence reinkommen müsste, wenn es Sinn, überhaupt Sinn macht. Und dann zu erfahren, wie das Ganze hier ist. Jedenfalls werdet ihr morgen Nachmittag beim Finale hier, wenn die ins Ziel kommen, beim Finishen, werden wir auch dann die Siegerehrung der Meisterschaft durchführen. Also nicht nur der Laufsieger, sondern es wird auch die Interviews der Siegerteams der Meisterschaft geben. So, jetzt hier aber. Ach so, jetzt sind wir. Ja, ich habe nur gelb gesehen. Okay, ist andere Paarung. Andere ja, Zweikampf. Markschin gegen Pasniki. Ja. Kampf um Position 5 ist das. Ja. So, dann gehen wir mal wieder in unsere Lieblingsansicht für die Göttinger Höhe. Und. Nach rechts, aber das zählt schon. Ja, also jetzt ist dann auch vorbei. Und jetzt kriegt er einen Windschatten. Und jetzt kann er vorbeigehen. Die Frage ist, ob es reicht. Boah, der Markschin. Der Markschin hat scheinbar deutlich mehr Speed, aber jetzt muss er zurückstecken. Jetzt ist es zu gefährlich. Nein, kann er nicht mehr riskieren hier. Ja, jetzt geht er auch in die, deutlich früher in die Bremsen. So, jetzt machen wir diese Ansicht wieder weg, weil das ist ja... Ja. So. Aber hier am Ende der Startziel ist es durchaus denkbar, dass da noch was geht. Und er versucht es jetzt außen. Bremst auch noch später. Die Frage ist, kommt er rum? Nee. Oder? Doch, die nächste Kurve gehört ihm und ja, RML ist wieder vorne. Hammergeil. Noch nicht gegessen, ist noch nicht gegessen. Ach, jetzt. Jetzt hier der Verbremser. Okay, damit hat sich die Situation erstmal ein bisschen geklärt. Ja, da gibt es auch ein bisschen Lichthupe. Das, ja. Wie die Spurwechsel jetzt hier sind. Wirklich kommt ein Protest wegen mehrfachen Spurwechsels. Und das war auch so. Dann verspreche ich euch, gibt es Zeitstrafe. Moment, ich muss einen Support. So, ich würde aber sagen, wir gucken einmal ganz kurz auf Standing nach einer Stunde und 15 Minuten. Es für 3Ride Motorsport von GRL XF Racing 1. Auf Position 3 haben wir Independent Simulator GT2. Vierte Position Racing Association Team 2. Fünfte Position RML Racing Team 1. Augenblick. Ja. Achso, falsch. Ja, tut mir leid, dass ihr jetzt hier diese seltsamen Bilder hier euch anschauen müsst. Der hat ihn abgedrängt. Ja, stimmt. Gut. So, wir sind wir wieder live? Ja. Okay. Mach mal bitte weiter. Wo waren wir? Also,
RMA Racing Team 1 auf der 5. Auf der 6 haben wir Sim Racing PL, das Jaguar Team. Auf der 7 Witchwood. Auf der 8 als Fahrgemeinschaft hier im Bild haben. Sim Racing PL Job Team, das ist der SLS auf der 9. Position. Auf der 10. Position haben wir RSL Gang Team 1. 11. Position GRL XF Racing 2. Der Alpina. Der 12. Position All-Star Racing Team 2, oder besser gesagt das verbliebene All-Star Team. Der 13. RML Racing Team 3. 14. Philipp Nölle RML Team 3. Nein, jetzt habe ich Fehler gemacht und da dreht sich auch der Rico Kistenmacher. Schauen wir mal, ob es da eine Berührung gab. Pass auf, Rico. Gab es da in irgendeiner Art eine Berührung? Das sieht mir aber eher nach Eigenverschulden aus. Ja, Eigenverschulden. Und jetzt ist er dann zwischen RSR und GRL. Also, 14 LSF Race, 15 Sim Racing PL Lotus. 10. Position Dock Racing, 17 RTM Racing, 18 RML Racing Team 2, 19 GRL XF Racing 3. In der 20. Position haben wir SRC und SKS Fahrgemeinschaft Team 2. 21. Position Independent Sim Racer GT3. 22. Position VE Racing mit Markus Nofke. 23. Wilcraft GT30 Team Racing. 24. Position Sim Racing for Holland Born Johann Nienhoff mit jetzt am Steuer. 25. Position VTR. 26. Position Racing Association Team 1. 27. Position und damit last but not least in Racer GT1. So, Witchwood ist jetzt. Ja, wie soll ich sagen? Sollte es noch irgendeinen Vorfall geben, ist das Team disqualifiziert. Definitiv. Es reicht jetzt, dass der Unfall ist noch einigermaßen glimpflich abgegangen. Es hätte deutlich mehr passieren können. Ich weiß, ich bin zu weich in diesem Moment normalerweise, aber irgendeine Situation jetzt noch und Witchwood ist draußen. Fabio Cangioli weiß Bescheid. Und ja, da wird auch nicht mehr diskutiert jetzt. Ich habe wirklich die Nase voll. Es ist wirklich extrem hart, was er hier fährt. Und jetzt auch kein Zurück mehr. So. Position 9, 10 und 11 ist das hier. RSR. Fahrgemeinschaft und das Zweierteam von der GRL. Lass uns hier richtig fliegen. Denn die Fahrzeuge. Wappache ist jetzt dran. Da fliegt ein SR-Auto ab. Genau, wir haben ja nur noch eins. Ja, das war noch. Ja. Noch fahren sie. Ja, waren aber eben leicht in den Leitplanken, so wie das aussah. Ja. Aber jetzt hier schön, ja, mal gucken, ob wir eventuell einen Freeride auf der Döttinger Höhe sehen. Also damit meinen wir nicht das Team Freeride. Oh, Leute! Das ist der Körper, wovon ich hier sprach, auch bei Piccolo. Der ist böse. So. Aber die sind hier alle richtig schön dran. Also, ne? Ups! Upsala. Was war das jetzt? Wo ist er hin? Aber er ist wieder da, oder? Ja. Lass mich mal schauen.
Bring ist okay. So, aber So, jetzt das sind wird jetzt wir. spannend jetzt hier oben mit drei Autos. Einer gibt Windschatten für zwei weitere und der ganz hinten dran ist. Oh, okay. Das war also das Problem. So, machen wir jetzt den Radio und zwar ist der Pache ganz vorne aktuell vor Rosso und Küstenwache. Also, was ich mir eigentlich schon fast gedacht habe, dass Pache am meisten davon profitiert. Und da sind wir mal gespannt, ob es denn gleich noch so bleibt. Aber ich kann euch sagen, dass es so ist: Pache vor Rosso und Küstenmacher beginnen gleich ihre 10. Rennrunde. Weil es auch immer so nach überfahren, da starten Ziel. VE Racing 1 ist an der Box auf ihre Corvette Z06R. Ich glaube, es ist aktuell kein weiterer Fahrer an der Box. Zweikämpfemäßig. Ja, das hat er wieder die zwei Positionen verloren, die er gerade gewonnen hat. Aber der Abstand ist immer noch so, dass er angreifen könnte. Also da sind wir mal gespannt. Also auf Position 9 RSR Gaming auf der 10. Position RC und SKS Fahrgemeinschaft auf der 11. Position GRL XF Racing 2 mit den Thomas Pache. Dahinter All-Star Racing mit Andreas Schmich. Die sind 15 Sekunden etwa dahinter. Sagt VE noch an der Box. Kein anderes Fahrzeug weiterhin an der Box. Ja, Boxenstopp-mäßig. Ich weiß nicht. Denke. So im Intervall aller 6, 7, 8 Runden, denke ich mal, oder Lutz? Ja, ist schwer zu sagen. Also normalerweise 7 Runden, dachte ich mir, aber wir haben, ob das jetzt mit 8 Runden sich ausgeht, kann ich nicht sagen. Aber sowas in der Art, ja. Also je nachdem, wie die ihr Motorprogramm einsetzen, beziehungsweise ja überhaupt ihre Strategie geplant haben, werden sie wohl so in diesem Bereich, also um die 7 Runden, in die Box kommen, ja. Manuel Nimitz, das zweite Team von der Fahrgemeinschaft jetzt an der Box in Runde 10. So, wir sind auch gleich wieder da, hoffen wir jedenfalls. Sechs Runden maximal wird mir geschrieben, ja. Halt Fahrer, die reifenbohrend unterwegs, aber dafür spritsparender, aber es gibt auch Fahrer besser, ja, aber dafür reifenschonender. Und Na, wir wir werden müssen sehen. schauen. Genau. Ja, wir werden es dann spätestens 2 Stunden vor Ende. Aha, okay. Bin ich jetzt hier sehr verrückt, was ich jetzt hier gerade erlebe. Aha, okay, hier haben wir das Problem. Ja, wir werden noch einen kleinen Moment brauchen. Dann machen wir einmal
bisschen mit Radio weiter. Also Standing sind wir ja gerade schon durchgegeben. 1:27 sind wir jetzt schon unterwegs. Und ja, für ein kurzes, für einen kleinen Review reicht es noch nicht. Mal gucken. Denn so gegen 22 Uhr. Interviewmäßig, haben wir da irgendwelche Special Guests diesmal, Lutz, oder? Nein, nein, nein. Wir haben jetzt hier nichts großartig vorbereitet, weil das, wie gesagt, weil wir jetzt hier eigentlich unser, ja, unsere normale Meisterschaft fahren und das ist halt, es ist nicht Le Mans und das wird es aber in der neuen Saison, wenn es dann wirklich mit der Testerei ein Ende hat und ja, wie gesagt, also aha, das ist das Problem. Na super. Ansonsten kann ich euch sagen, das ist an der Spitze immer noch eng beisammen zugeht, auch wenn die Abstände so um die 10 Sekunden sogar betragen sind, 10 Sekunden auf 25 Kilometer Nürburgring-Nordschleife, das ist nichts, also das ist ungefähr, ja, eventuell eine halbe Sekunde auf dem GP-Kurs, so ungefähr kann man das sagen. Wir haben es ja gesehen bei Rico Kistmacher, wie schnell das tatsächlich passieren kann, dass man ja zu spät bremst und dadurch dreht. Oh, ich sehe, VE Racing und Udo Wagner sind disconnected. Ja, ist natürlich bitter. Okay, also hier gibt es scheinbar ein Problem. Okay, dann müssen wir jetzt mal das dann so machen. Ich schreibe dir mal eben was. Du kannst nichts lesen, ne? Nee, ach doch, also ich schreib jetzt auf deinen anderen Account. Ja, auf den normalen, wo nichts Besonderes draufsteht. Ja, ich weiß schon. So, wo ist es denn jetzt gerade ein bisschen eng? Genau, da gehen wir mal hin. Und wir zeigen euch jetzt wieder bewegte Bilder und hoffen, dass das nicht allzu häufig mehr... Nee, wir zeigen euch gar keine bewegten Bilder, sehe ich gerade. Machen wir jetzt gleich. Mist, was ist denn das jetzt? Mal das Spiel nach unten ziehen. Nee, nee. Ja, da ist es. Dafür braucht man eine Weile. So, ihr habt wieder bewegte Bilder und jetzt hört es auch auf zu ruckeln und wir sind auch wieder schön im Zweikampf zwischen Alex Piccolo und dem Simracing PL, also zwischen Witchwood und Simracing PL Mercedes. Das ist das sogenannte Job-Team. Schreier hat aber nichts mit Job zu tun. Was ist jetzt? Ah, okay, das ist die Kamera. Wo ist jetzt der Piccolo hin? Ist er in die Box? Ja. Ja. Nee. Also die doch. Der ist an der Box? Ja, ist in der Box, genau. Mit 4 weiteren, also Boxenstopp Runde 2 ist damit eingeläutet. Ja. Ja, das ist natürlich schon das Ende Runde 11 sind die jetzt reingekommen. Könnte hinhauen, also von den Fahrern her, ja. Runde 5 das letzte Mal oder das erste? Das erste Mal.
Ja, ansonsten, wir sind beim SLS Ja, von. es. Oh, RSR Gaming ist disconnected, sehe ich gerade. Also da sind wir mal gespannt, was da alles gerade so passiert ist. Gucken wir, haben wir noch irgendwo einen So, wir haben Zweikampf? Restart. Oh. Wir machen einen Restart. Das ist ja jetzt natürlich so optimal. Wir blenden erstmal wieder Feier ein. Ja. Ganz kleinen Moment noch. Warten wir einen Blick. Aber ich kann gleich sagen, ich muss mich leider So, okay. vorerst. Ja. Ja, wir sagen erstmal unseren Zuschauern, bitte habt noch etwas Geduld. Wir blenden euch jetzt hier das Dings ein und wir machen jetzt einen Restart. Vehicle, wir hatten einen Mismatch und somit müssen wir jetzt das Ganze hier einmal restarten. Ja, Lutz, ich würde erstmal von dir verabschieden. Ich habe mich noch einen anderen Termin, leider Gottes. Oh, das passt ja jetzt gerade wunderbar. Ja. Okay. Naja, Ich alles versuche klar. heute Abend nochmal reinzuschauen. Okay. Ansonsten, du machst das, ne? Und So, ja, ich ja, wünsche noch. alles klar. Okay, also wir machen jetzt Restart. Wir sagen Danke an Christoph und wir sind zurück in ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde mit aktuellen Bildern.
So, meine Damen und Herren, wir sind hoffentlich jetzt in Kürze wieder da. Entschuldigt bitte das Problem. Wir machen jetzt hier im Broadcast gleich einen Brian Break und fangen dann mit dem Restart hier mit dem neuen Teil an. Bleibt also alle da. Wir sind gleich wieder auf Sendung.